Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Und wir spielen heute 7 Days to Die, richtig. Nein, wir bauen noch ein bisschen. Heute ist wieder Bauen angesagt. Nächste Folge looten wir dann wieder. Beziehungsweise wir werden dann... Achso, und ich bin gleich gestorben, wo ich die Aufnahme beendet habe. Hammer, ne? Das ist so der Hammer. So. Das ist fett gewesen. Also ich dann so tschüss bei, habe dann die Aufnahme beendet und dann wurde ich gleich, bin ich gleich gestorben. So. 20% Schutz. Einer, das ist doch schon mal gut. Eins. Die Hose. Sechs. Eins, das ist gut. Weil dann brauche ich nicht die ganze Zeit nackt rumrennen. Wir machen hier. Was ist das denn für ein Blödsinn, ne? So. Boden muss ja wieder schön aussehen, ne? Und man sagt ja, Holz ist warm, Metall ist kalt. Wir werden auch Metalltür noch einbauen. Wir werden hier noch ein bisschen rummuscheln. Das bedeutet, die Wände ein bisschen vergrößern. Da waren auch, da habe ich auch schon ein paar, wie sagt man so schön, Probebohrungen gemacht oder durch. Dings. Da wo ich die Terrasse haben will. So. Ich hoffe, euch geht's eigentlich gut auf jeden Fall. Ihr habt auch Spaß in diesem Let's Play. Das ist mir sehr wichtig, also nicht, dass wenn es euch keinen Spaß macht, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann spüren wir was anderes. Beziehungsweise. Du bist jetzt auf Level 7. Ja gut, ich will noch was gucken. Dann können wir ja Dings machen. Falsch. Falsch. Da. Was können wir machen? Hm, wir haben jetzt 10 Stück, genau. Gesundheitstrick, das will ich gerne machen. So, 20 brauchen wir. Okay. Gesundheitstrick, erhöht die Mindest- und Maximalwerte für dein Wohlbefinden. 10 Punkte pro Rang. Ah, das ist doch schon mal gut. Stumpfe Waffen. Ja. Ja, ich glaube, wir gehen eher da. Ja, wir machen schon, ich mache schon wieder kreuz und quer, ne? Passt auf, wir machen einmal die ganze Reihe hoch, dann machen wir die nächste Reihe hoch. Der Boden ist dann gleich fertig. Genau. So, jetzt die andere Seite. Da brauchen wir ja nicht so stark machen. Das ist der Boden. Also. Ne? Ja.
Ich muss aber noch irgendwie rauskriegen, wie wir Wasser machen können. Also sammeln können. Ich wollte nochmal zum Lagerfeuer, weil wir haben ja noch einmal Spiritus. Da könnten wir das doch eigentlich als Brennzünder nehmen. So. Und jetzt einmal nochmal durch. So, danke. Was du so kriegst, ne, in einem Baum fällst, ne? Ich habe 200 gleich gekriegt. Also man hackt das Spiel so extrem doll, da macht echt keinen Spaß. Heute noch. Obwohl wir eigentlich nur bauen wollten, ja. Also wir können ja auch Material noch holen, beziehungsweise noch Holz, noch genug Holz. Ist irgendwas kaputt gegangen. Jetzt ist da kein Holz mehr. Dann gehen wir jetzt nochmal Holz sammeln. Obwohl, eigentlich könnten wir hier auch die zumachen, ne? So, die Fenster könnten wir zumachen. Geht nicht, oder? Steht auch nichts, wie soll ich das nicht kann. Was ist denn jetzt los? Wieso kann ich nicht mehr bauen? Du bist nass. Ach so, deswegen oder was? Oder willst du mich jetzt rollen? Naja, Spiritus. Müssen wir drei Dinger dafür haben? Glaskrug, Schnee. Was gibt's noch? Flasche. Eine Flasche trübes Wasser steht hier. So eine Scheiße. Ich hol mal eine Flasche trübes Wasser. Flasche Wasser, ne? Dim, 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 dim. Glaskrug. Glaskrug, wieso geht das da nicht drauf? Muss ich nicht verstehen. Ne, ist nicht. Keine Ahnung. Da könnten wir mal einen Schluck trinken, wa? Oder kann. Was war das jetzt bitte? Oder kann ich nichts mehr bauen? Das wäre ja ziemlich assi. Ich bin schon so weit.
probieren wir es aus. Weil dann müsste ich wieder zum einen Gebiet, dann müsste ich da wieder alles runternehmen. Das ist ja doch ziemlich assi. So, wir gehen mal da lang. Das wäre ziemlich blöd, denn das wäre richtig blöd, wenn es vorgeschrieben ist, wie viel du bauen darfst. Ich würde schon gerne so einen ganzen Palast bauen, wenn ihr mich verstehen könnt. Ich hab was. Die Tür. Stopp. Bevor ich das mache. Hartmetall. Da ein, zwei Stück. Passt doch. Das passt. Ich Idiot. Ich bin so ein Trottel, ne? Ich habe auch die ganze Zeit den falschen Knopf gedrückt. Kann auch nur mir passieren. Scheiße. Geht doch. Aber ich glaube, ich werde hier noch. Und die Türen sind ja nicht so doll sicher, ne? Besonders das Holz hier nicht. Guck mal. In 200. Da werde ich, glaube ich, was anderes einbauen. Ja. Ich werde da die Blöcke nehmen. Besser als vorher, ne? So. Ja, hier die Druckplatten haben wir hier gemacht. Das ist, wenn einer auf Pad macht, boom. Naja. Gold. Perfekt. Müsste ich jetzt hier eigentlich noch. Achso, ich brauche ja Holz. Wir gehen nochmal raus kurz. Dann holen wir noch ein bisschen Holz. Da, wir nehmen die große Tanne hier. Den Stein müssen wir auch nochmal abbauen. Eigentlich. Wir fällen den Baum. Dann haben wir genug Holz, glaube ich. 1000. So, aber ich will nur was trinken. Das ist ja gut. Gut. Der Baum ist weg. So.
Machen wir jetzt mal alles weg. So einen kleinen Vorrat haben. Sieht das schon mal gut aus. Es schneit. Ein bisschen Schnee noch, oder? Ich glaube, wir brauchen eine Schaufel. So, wir gehen jetzt zurück. Es ist dunkel, Tag 8 ist es schon. Ach, wir können ein paar Steine sammeln. So. Dann gucken wir mal. Können wir mal auf der Quest gucken. Wir haben eigentlich alles geschafft. Dann hätten sie auch mehr machen können. Naja, meckern kann man viel. Ne. So. Was das wohl ist. Okay. Mach ich das weg? Den Boden kann man auch aufwerten. Ah. Muss aber nicht sein. So. Ach, Scheiße. Okay. Steine. Also eigentlich könnte man hier alles wegmachen. Sieht doch schon mal gut aus. Gut, Leute. Das war's aber für diese Folge. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht nicht so dolle. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. In der nächsten Folge gehen wir wieder raus. Genau. Und gehen ein bisschen spazieren. So. Genau. Ich packe erstmal wieder alles hier rein. Sicher ist sicher. Das Holz packe ich aber mal hier in den Spind rein. Genau. So. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Macht nicht so doll. Bis dann.